Ja, hallo. Ich würde sagen, wir spielen mal eine Runde Half-Life 2 Episode 2. Neues Spiel. Neues Spiel starten. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich Episode 1 gespielt habe und ich dachte, es wird vielleicht mal Zeit. Jetzt ungefähr wird es Zeit. Genau in diesem Augenblick. Und ich weiß, ich habe lange darauf gewartet. Und sonst wahrscheinlich niemand, aber egal. Aber solange der Ladevorgang läuft, ist alles in Ordnung. Ich hoffe, wir erinnern uns noch alle an das Ende von Episode 1. Wir sind mit dem Zug weggefahren. Das war's. Wir wollten eine interessante Zugreise machen und eine Explosion ergriff den Zug. Half-Life 2, Episode 2. Yeeks! Ich glaube, dem Zug ist was passiert. Obwohl, nö, der sieht eigentlich noch ganz gut aus, soweit. Ach, herrje. War Alex nicht mit im Zug? Wo ist Alex? Da muss er mal schwimmen gehen. Uff. Ich glaube, das Ding ist im Arsch. Könnte man so sagen. Geht die Tür irgendwie auf? Tür? Auf? Tür? Alex! Gordon? Da bist du ja! Gott sei Dank geht es dir gut, Gordon. Gordon, nicht Warte Gordon. kurz, ich hol dich da raus. Ja, ich bestehe darauf. Ah. Oh, das Gravitron. Hoffentlich funktioniert das noch. Das hoffen wir alle. Zurück. Und los. Oh, yeah. Das ging einfach. Dankeschön. Wow, ganz vergessen, welche Power das Ding hat. Ultra Mega Hier, Power. nimm du das Gravitron. Okay. Und du kannst besser damit umgehen. Danke. Ich konnte dich nicht finden und habe Schnecken gesammelt? Ja, ich weiß. Ich muss mir keine Sorgen machen. Komm, wir sollten weiter. Die Unbedingt, Combine ja. werden uns nicht vergessen haben. Du meinst, die Ich habe jagen eben uns noch? Votigons gehört. Vielleicht sind sie noch hier. Aber wir sind im Wald. Wer sollte uns hier Der Weg suchen? zu meinem Vater ist noch weit. Da käme uns etwas Hilfe sehr gelegen. Okay. Ich blick mich einmal kurz um. Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen oder da lang. Hier ist ein Karton. Guck mal, Alex. Oh, Entschuldigung, habe ich den voll in die Fresse geworfen? Tut mir leid. Guck mal, ein Stein. Nee, das wäre jetzt gemein, hier den Stein ins Gesicht zu ballern. Wie wär's mit einer Dose Getränk? Hier, Getränk. Lauf nicht weg. Bist du allergisch gegen Getränk? Boah, ich wollte nur ein Getränk geben. Hier ist aber auch nichts weiter. Die Neugier treibt mich nur ein wenig um. Aber ich glaube, wir müssen da lang. Die Richtung so in etwa. Da liegt auch noch Schrott rum. Ich glaube, die zweite Tür geht nicht auf. Ah, ich glaube, ich probiere es noch ein paar Mal, nur um sicher zu gehen. Nope, die geht nicht auf. Oh, Krähen. Nach White Forest. Oh, guck dir das Portal da hinten an. Wie krass ist das denn? Dinge geschehen da, Alex. Dinge. Holy shit. Gut, ich meine, wir haben das Ding in die Luft gejagt. Sieht Was ist ultra krass das? aus. Ich weiß nicht. Oh, shit. Was? Oh. Oh. Ah, die war noch in so gutem Zustand. Die hätte man noch benutzen können. Die waren auch gut. Das ist deine Schuld, Alles Alex. in Ordnung? Ja, alles fein, Es danke. ist wie damals in den ersten Tagen. In den ersten Tagen unserer Hoffe, davon gibt's nicht noch Nation, mehr. oder? Das sieht schon krass aus. Das ist also City 17. Wir haben es völlig ruiniert.
Wir kriegen alles hin. Wir können die ganze Stadt in Schutt und Asche legen und sie in ein leuchtendes blaues Portal verwandeln, das aus dem Boden wächst. Wir sind die Größten. So, ist hier was Brauchbares? Nur komische leere Pappkartons. Ich glaube, wir müssen hier... Was? Die Mine hier hast du vorher nicht bemerkt? Okay. Wir gehen mal rein. Das scheint der einzige Weg zu sein. Eine verlassene Mine. Was kann hier schon Schlimmes geschehen? Habe ich eigentlich mein... Ich habe mein Brecheisen gar nicht dabei. Oh. Mein Brecheisen ist doch alles, was mir wichtig und lieb und teuer ist im Leben. Würde mich nicht wundern, wenn die Rebellen hier waren. Rebellen? Da ist ein Käfer auf jeden Fall schon mal. Da ist irgendwas im Schrank. Haha, Anzugenergie, da ist noch mehr. Die ist nur für mich, Alex, du kriegst die nicht. Guck nicht so gierig auf meine Anzugenergie. Da hinten ist ein Zombie. Ich weiß nicht, ob das hier unten so sicher ist, Alex. Wir hätten oben rumgehen sollen. Oh Mann. Nee, alles voller Insekten und Zombies. Das irgendwie ist das nicht so ideal. Guck, da hinten sind schon Viecher am Dings. Zombies. Ja, fein. Ich wollte das benutzen und werfen. Warte. So machen wir Profis das. Wir werfen einfach Gasflaschen. Haben die Zombies hier unten was gegessen? Was irgendwie. Da. Puff. Dachte, die hätten hier vielleicht noch ein Wiener Schnitzel oder so liegen gelassen. Und guck mal, Zombies gegen Käfer. Okay, bin schon weg. Meinst du, wir sollten hier in das Gebäude rein, auf dem Wachster Nobeabel steht? Oh. Vielleicht die Tür aufmachen anstatt Licht an. Oh, geil, ein Riesenfernseher. Wir können Game of Thrones gucken. Mal sehen, ob wir meinen Vater erreichen. Nein, mach mal HBO an, Game of Thrones. Dr. Kleiner und Dad sind in einer Raketenbasis im Norden. Die sind in einer Raketenbasis auf dem Mond? Sie helfen beim Start einer... Aha, jetzt geht's. Eher nicht mehr. Mist. Was jetzt? Ja, dann müssen wir halt weiterziehen. Wenn ich... Wenn du... Ja, mach mal. Da fehlt irgendwie ein Stecker hier, ne? Du kannst aber behende klettern. Komm ich da auch rauf? Verdammt. Eher nicht. Das könnte etwas dauern. Ja. Hey, wenn dir eine Lösung hierfür einfällt, dann sag's ruhig. Na sicher. Ich steck vielleicht einfach mal den Stecker hier in die Steckdose rein. Wie wär's damit? Ist gut? Aber es funktioniert. Weil ich den Stecker reingesteckt habe. So, jetzt anmelden. Ich hoffe, du hast deine Anmeldedaten nicht vergessen. Oh, guck mal, der Apollo-Zwerg-Zwerg. White Forest. White Forest, hier ist Alex Vance. Bitte kommen. White Forest, bitte kommen. White Forest, ich muss erstmal den Anruf entgegennehmen. Alex, gütiger Himmel. Bist du das wirklich? Ja, und Gordon auch. Gordon, nicht Gordon. Raus aus City 17. Alex. Zum Glück. Ich kann's kaum glauben. Keine Sorge, uns geht's gut. Aber mit der Zitadelle ist was Komisches passiert. Ja, wir haben die Situation von hier aus beobachtet. Die Ladung der Kernreaktion wurde in einem kohärenten Strahl von Portalenergie... Siehst du, ich hab doch gleich gesagt, dass der Strahl kohärent ist. Wollte sie nicht glauben. Zugang schaffen. Ja, was wir hier sehen, ist der Beginn eines Superportals. Erreicht es seine volle Stärke... Das wäre ein neuer 7-Stunden-Krieg. Außer er wäre wahrscheinlich nur 6 Stunden. Mal keine 7 Minuten durchhalten. Oh, so kurz meinst du? Gordon, deshalb haben sie so viele Daten aus der Zitadelle gesendet. Ich dachte, das waren Pornos. Aus der Zitadelle? Im Kontrollraum. Sie haben gewaltige Datenmengen direkt in die Kernzerstörungssequenz geladen. Haben Sie das gehört? Das ist bestimmt der Portalcode der Kompa. Ja, ich bin ja nicht taub. Ich habe das ganze Paket kopiert.
Seitdem sind sie hinter uns her. Natürlich haben sie das. Schließlich hängen all ihre Pläne davon ab. Das sehe ich. Ich habe auch nie gesehen. Irgendwo in dieser Sequenz müssen sie eine Verbindung zur anderen Seite herstellen. Was sie da haben, Fräulein, ist der Kontaktcode für die Combine-Überwelt. Oh Gott. Also wenn wichtig ich irre, oder so? Ich wüsste nicht warum. Dann haben sie den Code, den Dr. Mossmann bekommen wollte. Wie schnell können sie hier sein? Wir müssen uns erstmal orientieren, aber ich denke, die Zeit drängt. Wir müssen den Start vorziehen. Sobald sie mit den Signaturdaten hier sind, kodieren wir den Satelliten und schießen das Ding ins All. Kommt so schnell wie möglich her. Dad, du brichst ab. Bitte kommen. Dad, hörst du mich? Dad! Oh oh, Hubschrauber. Sie verfolgen uns immer noch. Das wäre auch zu einfach gewesen, würden uns nicht mehr verfolgen. Komm, hier entlang. Du meinst, wir sollten raus? Okay. Und können wir nicht hier durch? Das ist besser, als da in die Minen zu gehen, oder? In den Minen sind bestimmt noch mehr Zombies und Insekten. Na gut, gehen wir halt in die Minen. Bestimmt müssen wir nach oben. Oh nein, da ist dicht. Wir müssen bestimmt nach unten, Alex. Habe ich gerade rausgefunden. Ih, Viech. Knall das mal ab. Alex, bitte. Alex, schieß drauf. Fein machst du das. Ja. Danke. Wie sie sich freut. Ja. Ich wünschte, ich hätte meine Brechstange mit. Diese Gebäude sehen aus, als hätte man sie noch vor kurzem genutzt. Finden wir einen Weg dorthin. Ja, reiß mal die Bretter raus da. Bitte. Ja, oder du stehst einfach da rum und machst gar nichts und ich kümmere mich um alles. Kein Problem. Wenn dieser Wagen sich lösen würde, würde er bestimmt da unten durch die Bretter brechen. Warte. Hui! Achterbahn! Siehst du, was habe ich gesagt? So einfach ist es manchmal. Super, das hat funktioniert. Das sollte es ja auch. Ich kann immer darauf bauen, dass du einen Ausweg findest. Wenn du es nicht mehr versuchst, muss ich das ja. Dr. Magnusson hat eine alte Rakete in White Forest. Damit würde er gerne einen Satelliten starten, um auf das alte Array von Black Mesa zuzugreifen. Aber als die Combine noch unversehrt waren, war an einen Start nicht zu denken. Ich weiß nicht, wie sie mit dem Satelliten das Portal ausschalten, aber ich schätze, wir finden es raus, wenn wir da sind. Okay, wir lassen uns mal überraschen von den Wissenschaftlern. Die werden schon wissen, was sie tun. Ich habe ja auch nur einen Abschluss vom MIT, ich verstehe sowas nicht. So, kommen wir hier irgendwie... Geht das hier irgendwie auf? Nein. Eventuell probieren wir es mal da oben. Also hier so. Vielleicht geht's hier auf. Oder wir gehen einfach hier dran. Was ist das? Was war das? Was war das? Alex? Hast du das gehört? Und gesehen! Was war das? Ich hab Angst. Das schien nicht normal zu sein, was immer es war. Oh Mann, oh Mann. Und hier liegen noch Insektis rum. Das ist auch immer ein sehr gutes Zeichen. Ein Zeichen für mir Insektis. Psst, leise. Wir sind nicht allein. Du meinst, weil das Viech da oben war? Oh, ich habe laut geschrien. Tut mir leid. Kommen wir hier durch die Tür irgendwie da? Ich versuche mal da hoch zu klettern. Da hey, ist immerhin eine Leiter. Kannst du ausüben, wie wir das Tor hier öffnen? Nein, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich muss erstmal hier die Leiter rauf. Vorsicht da oben. Ja, ja. Ich halte hier unten die Stellung. Ja, mach das mal. Viech! Alex, pass auf da draußen. Was ist hier? Klappe im Boden. Aber dieser Knopf dürfte doch bestimmt irgendwas bewirken. Ah, das Tor geht auf. Aber pass auf, da ist das Viech noch unterwegs. Die Tür geht natürlich nicht auf. Was?
Gott, das ist dieses komische Dings, was da unterwegs war. Ja, ich hab's gesehen. Ich komm raus. Alex! Oh Gott. Nein! Alex! Au! Das hat mich getreten! Alex! Ich komme hier nicht raus! Ich kann mich nicht bewegen! Alex! Alex? Oh shit! Nein! Nicht essen! Pfui, geh weg! Oh! Oh, ein Vortigaunt! Oh, hoffentlich kann er ihr helfen. Alex? Alex Vance. Welch Leid geschah. Ah, Dr. Freeman. Ja, ich bin ich hier. Ich bin erfreut, dass zumindest er unverletzt ja, ist. Ja, unverletzt. Aber in Anführungszeichen. Alex Vance, ihr Zustand ist kritisch. Dann muss sie sofort in ein Krankenhaus. Gibt's sowas noch? Ah, danke, dass du Platz gemacht hast. Sie zu heilen erfordert mehr, als ich allein vermag. Ich will die Meinen rufen. Okay. Die... Das klingt geil, Alter. Wir treffen die Meinen in einem Versteck unter der Erde. Okay. Bringen wir sie schnell dorthin. Ich will sie stabilisieren, wenn Dr. Freeman uns Schutz bietet. Sicher doch, klar. Eilen wir, Freeman. Lass uns doch eilen. Hilfe erwartet uns in den Minen. Okay, in den Minen. Ich bin nicht sicher, ob ich da unbedingt hin will, in die Minen. Wegen Zombies und Insekten. Aber nun gut, wenn du darauf bestehst. Ich beeile mich ja. Aber da sind so viele Viecher, die hier rumfliegen. Das kann nicht gut enden. Du musst auch hinterherkommen, bitte. Oh, ein Fahrstuhl. Seht ihr es auch? Brecheisen. Dr. Freeman diesen Fahrstuhl reparieren. Ein Brecheisen. Das ist wieder bei mir. Mein Brecheisen! Oh, ich bin gerade abgesprungen. Oh, shit! Aber ich habe mein Brecheisen wieder. Wenn er es vermag? Was ist das für ein Diss? Ich vermag alles. Ich habe mein Brecheisen wieder. Ich kann alles zu Klump schlagen. Okay, Stahlträger nicht. Aber fast alles kann ich zu Klump schlagen. Wie so eine Flasche zum Beispiel. Oder die Bank. Siehst du, wie das alles kaputt geht? Bam! Oh, wir müssen also ein paar Daten laden. Das ist wichtig gerade. Wehe, wenn das nicht die wichtigsten Daten auf der Welt sind. Ich wollte sich gerade eine Kiste zerkloppen. So ungefähr. Oh yeah. Bin also gerade tief unten in den Minen. Ist nicht ideal wahrscheinlich. Nope. Geräusche, super. Die halten zum Drehen des Steuers. Nichts einfacher als das. Wie weit muss ich denn drehen? Da ist ein Geheimversteck, habt ihr es gesehen? Oh, hier musste ich hin. Okay, ist das Ding wieder runtergefahren. Ah, das ist gut. Eine Pistole. Das wird ja immer besser. Wir finden Sachen, mit denen wir uns verteidigen können. Ich habe gerade Insekten gehört. Also richtig... Oh, und Zombies. Ach, die haben Spaß da unten. Guck mal. Oh, es haut Angst erfüllt ab. Es kommt aber bestimmt wieder.
und bringt seine Freunde mit. Wo ist es hin? Oh schön, der ganze Laden bricht langsam zusammen. Da fühle ich mich sicher.